In der letzten Minute ist viel passiert. Plötzlich tauchten die Krabbenchimären auf. Waffen wurden gezogen und Formationen eingenommen. Befehle gebrüllt und dann setzte das Hauen und Stechen ein. Wie ein Blitz schnellte Wascher nach vorne, kämpfte gegen zwei Wesen gleichzeitig und sprang dann einem auf ihm auf den Rücken. Stach nach der Brust dieses merkwürdigen Wesens und verfiel dann in einen Würgegriff. Rodrigo eilte zu ihr, nahm ihr eine weitere Chimäre ab. Ziel war, die Maraske zu schützen. Ephadaios setzte nach und einige gezielte Stiche später durch den Krabbenpanzer gelang es, Magister Kasim mit einem wuchtigen Hieb auf den Kopf des Wesens dieses zu zertrümmern. Auf der anderen Seite schoss Yalan zunächst Pfeil auf Pfeil, packte dann sein Schwert und hieb auf die Wesen ein. Von Brendigian entrückt wurde die Zeit um ihn herum langsamer und er tauchte unter den mörderischen Zangen hindurch. Brendigian brüllte mehrere Zauber, was auch dazu führte, dass er den Zorn dieser asphalotischen Wesen wie gewollt auf sich zog. Noch etwas weiter unten wurde ebenso geschrien und dann knackte auch dort der Panzer auf. Nebel liegt nun über diesem kleinen Schlachtfeld. Der Sumpf um euch herum blubbert und weißer Krabbensaft fließt die kleinen Abhänge hinunter. Myria liegt mit gebrochenem Bein neben Yalan und weint leise Tränen. Wir schreiben den 16. Hesinde später Abend. Puh, so. Hast du irgendjemanden erwischt? Ich glaube, ich habe hinter mir was gehört. Rodrigo dreht sich mal um und sieht Myria am Boden liegen. Ich glaube, Myria hat erwischt. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Ich höre ja. Er legt es Yalan mit den Schultern. kniet derweil schon neben seiner Knappin, hat ihn erstmal vorsichtig ins Schild abgenommen, betrachtet jetzt, ja, rat- und tatlos das Bein. Ja, mein Und Herr, euer Schild. ja, vergiss den Schild. Scheiße. So, Was? ich stelle Ja. mich zu euch nicht hin wieder. und schau mir das mal an, was da für eine Wunde ist. Nur eine Fleischwunde. Oh. Währenddessen Washer an Rodrigo vorbeizieht, nickt er immer kurz, so gut gekämpft. Danke. Etwas irritiert, einfach weiterlaufen. So knapp hin. Rodrigo noch etwas nachdenklich, schaut Geron an. Geron, lass uns die Köpfe abschneiden, nicht, dass die Dinger aus Versehen aufstehen und noch jemand angreifen. Der nickt, Wir schneiden die Köpfe. zieht ein großes Jagdmesser heraus und reicht es dir dann. Ja, Rodrigo geht zum ersten Monster hin, was hier oben liegt, was ziemlich aufgeschnitten und aufgestochen ist von Ephadaios wuchtigen, gezielten Stichen. Und ja, fängt an, den Kopf abzuschneiden. Packt das Viech an den Haaren und säbelt am Hals herum. Erst wird er wahrscheinlich gar nicht richtig schneiden, weil er einfach gegen den Knochen schneidet. Und dann wird er sich eine Stelle zwischen den Knochen suchen, nachdem er zweimal den Kopf bewegt hat. Das ergibt eine ganz schöne Sauerei. Er hat nämlich keine Anatomie. Muss mein Bein in dem Winkel abstehen? Ist das gut oder ist das schlecht? Das wird schon. Ganz ruhig. Nicht bewegen. Ich würde mal anfangen, ihr Bein so ein bisschen erstmal zu reinigen. Uti, ich bin kein Heilkundiger, deswegen weiß ich nicht mehr, was man da machen muss, aber ja, Gerade Forscher wird es ziehen, wahrscheinlich. reinigen wäre jetzt die richtige Methode. Gut. Und da kannst du schon mal Beißholz reißen. Reichen für. Ist das weiß Ja, oder finde der ich nice. Knochen? Daraus nimmt Gucke an Myrias dich hin, Kopf in die gucke an das Hände hin. sodass, und dreht ihren Kopf, sodass er sie anguckt. Schau mir in die Augen, Myria. Oh, das ist ja. Du hast wunderschöne grüne Augen. Hör auf mit Ja, dem noch. Scheiß! Um Himmels Willen, seid doch vorsichtig mit dem Bein! Ich bin doch vorsichtig. Darf ich sie aufzuregen? Das macht's auch nicht besser. Schmerzen sind etwas Gutes. Das heißt, dass du noch lebst. Schmerzen sind nur dann etwas Gutes, wenn das Bein auch dran bleibt. Borgwurm geht in aller Gemütlichkeit zu dem Lager und greift nach einer großen Säge. Dass Borgwurm, ihr die ich ja brauche wohl meine. eingepackt lasst! Keine Sorge, Myria, das Bein bleibt dran. Richtig, Wascha? Das Bein bleibt dran. Natürlich bleibt das Bein dran. Hörst du, das Bein bleibt dran. Probe, Frosty, oder keine Probe? Heilkunde Wunden. Zwei Stück. Wollte dich ja noch mal tanzen sehen, so wie du es gestern gemacht hast. Und sagen, das war ganz schick. So, jetzt noch mal kurz mit dem, wenn das jetzt eine Meisterhandwerk ist, das gibt ja das Fantasy Grounds nicht ein. Wie würfel ich das dann? Du sagst mir jetzt einfach vorher, wie viel ASP du ausgeben möchtest und dann kannst du dir eine doppelte Erleichterung in den Modifier schreiben. Muss jetzt aber ansagen. Ich würde das bei Talente in den Boni reinschreiben für den Wurf dann.
Na, erstmal muss ich die Wunde ja sowieso checken, oder? Erst ist ja der Checkwurf und dann ist der Behandlungswurf, richtig? Genau. Du machst jetzt zwei Proben und du kannst jetzt aussuchen, ob du dir für den ersten Wurf schon was ausgeben willst, oder erst für den zweiten. Ich kann aber Du nachsetzen, ne, kannst wenn ich auch merke. nachsetzen, dann aber im Verhältnis 1 zu 1. Ja, kein Problem. Ich mache den ersten ganz normal und dann die Behandlung muss halt klappen. Deswegen würde ich dann die Behandlung erst quasi ja, verdoppeln. Okay. Guck mal, Ja, das du bist dir war's. sicher, das Bein kann man noch retten, das muss nicht abgeschnitten werden. Jetzt kommt die Behandlung. Jetzt kommt die Behandlung mit doppelt. Das heißt, beim Modifikator gebe ich dann. Der kommt jetzt darauf an, wie viel ASP du ausgeben willst. Du hast einen Talentwert von 7. Du Und ich kannst also verdoppel. maximal 4 ASP reinsetzen. Ja, mache ich. Ich würde 3 reinsetzen, mathematisch gesehen, weil der letzte ASP wird nicht verdoppelt, weil er nicht verdoppelt werden kann. Das ist Dann richtig. mache ich 3, wenn Rodrigo mir das Dann sagt. bekommst du eine Erleichterung von 6 auf diesen Wurf und streichst dir 3 ASP ab. Nein, sie bekommt Exzellentpunkte. Die Erschwernis bekommt sie ja sowieso durch die Wunde. Ja, eben, das ist ja ein bisschen was anderes, ob ich die Talentpunkte dazu bekomme oder nur eine Erleichterung, oder? Also, keine Ja, Ahnung. das ist ein Unterschied. Das ist ein wichtiger Unterschied. Ja, weil für Du sieben kannst die Sternchen Punkte ja ist eine Wunde temporär hier bei geheilt. Bonus eintragen. Du hast ja Heilkunde Wunden, da steht der Klugerkreis auf Fähigkeit, dann ein Wert und dann dahinter ist eine 0 für einen Bonus. Und bei dem Ach Bonus trägst so. du jetzt kurz die 6 ein. Dann doppelklickst du hinten auf die Totalzahl, sozusagen, dann würfelt der sozusagen mit dem erhöhten Wert einmalig. Und dann machst du den Bonus wieder auf 0 hinten. Ja, sieht gut aus, ne? Mit den Paschwürfeln hast du es aber, ne? Ich weiß, ich weiß. Als Ja, Absicht. dann beschreib doch mal bitte, wie du jetzt Myria mit dem, was dir zur Verfügung steht, ihr Bein jetzt rettest. Ja, was steht mir denn zur Verfügung? Elikara von Brabak reicht dir saubere Binden und etwas Heilwundpulver. Habe ich was zum Schienen? Du hast Dann gerade gesagt, ich suche nach einem müsstest du Beißhaus. dir jetzt einen sauberen Stock oder sowas holen von dem Baum, der hinter euch steht. Gut, dann wird Beschreib einfach, wie du es machst. Jalan, hol mir mal einen sauberen Stock. Einen, der stabil ist. Wir müssen das Bein irgendwie schienen. Was? Ja, natürlich. Steht auf, läuft los, blind suchend. Erstmal wird sich umgeschaut. Haben wir noch Alkohol? Ja, haben wir. Ein bisschen. Ja, dann mit Alkohol und Wasser die Wunde erstmal ja, säubern. Dann etwas Wundpulver auf die Binden machen. Dann die Binden vorsichtig umwickeln, sodass das offene Fleisch zumindest nicht mehr so schlimm aussieht. Und dann würde ich den Stock, wenn mir dann einer gebracht werden würde, quasi da noch mit dran wickeln. Ich weiß nicht, ob das richtig so ist, aber so würde ich es Ja, machen. holst du ein bisschen Hilfe von den Männern, damit sie das schön Ja. gegendrücken und sie dann da auch ruhig liegt. Und zusammen mit der Kraft der Männer und deiner Expertise kann dann ihr Bein sehr schön geschied werden. Hat jemand dem Mädchen vorher ein Beißholz gegeben? Ja. Da hat Wascha dran gedacht. Natürlich. Sonst hätte ich auch noch einen Lederriemen, den man hier irgendwie so irgendwo schieben kann. Ja. Und ist es schon besser? Ein bisschen? Ja, also ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn ich es belaste, aber wenn wir durch den Sumpf ziehen, sie schaut mal ein bisschen rüber zu Fejarion, kann ich vielleicht eine Schira haben? Ja, selbstverständlich, ich kann mir auch noch neue bauen. Der Halbelf, Fejarion, Vollmatrose, schied dann einmal seine Schuhe ab, mit denen er hier rumläuft und kann sie ihr dann reichen. Du solltest dich erstmal gar nicht bewegen. Es ist jetzt zwar geschient, aber es wird noch eine Weile dauern, bis es wirklich besser wird. Aber naja. Besser, als wenn wir dir das Bein abnehmen müssten. Ruhe ich heute erstmal aus. Ich kümmere mich mal um etwas Krabbensuppe. Du willst diese Viecher doch nicht wirklich essen, oder? Der hat uns doch der Herr Effert geschickt. Kasim schaut ihn mal mit so Handteller groß aufgerissenen Augen an und zeigt dann auf diese toten Ich höre dieses Chimären. Ratschgeräusch von euch daneben, wo ihr steht, hinter Kasim direkt, weil er gerade dem Viech den Kopf abschneidet, Leutnant Ramirez. Den Krabbenmenschen. Ephedaios, das waren Chimären. Dämonische Wesen. Weißer Krabbensaft läuft gerade weiter auf den Boden. Dämonische Wesen, aber wenn die tot sind, kehren sie dann nicht in die Niederhöhlen zurück?
Dämonen tun das bestimmt. Was ist der Unterschied zwischen Dämonen und dämonischen Wesenheiten? Ich kenne mich damit nicht besonders aus, aber ich glaube, die wurden durch dämonisches Wirken erschaffen. Das andere sind Dämonen. Also für mich sehen die aus wie richtig seltsame Tiere. Ja, mit Menschenkörpern dran. Willst du mir jetzt etwas sagen, dass wir mit ihnen hätten reden sollen? Nein, dass wir sie alle umbringen und am besten verbrennen sollten. Ja, das sage ich ja. Also, in einem Suppentopf. Nein, zu Asche verbrennen. Ich werde uns da mal ein Gericht zaubern und wenn du keinen Hunger hast, dann... Ratsch! Edikara schaut zumindest mal in die Runde. Wir haben zumindest mehrere Probleme. Zum einen können hier natürlich ziemlich einfach Krankheiten entstehen, wenn wir jetzt gerade auf diesem feuchten Boden hier liegen. Zum anderen brauchen wir natürlich auch etwas zum Trinken und etwas zum Essen. Vielleicht nicht heute, diese Antilope haben wir. Sie war nicht besonders schmackhaft, aber irgendwann brauchen wir auch was zu essen. Spätestens morgen früh. Rodrigo. Ah, was? Hast du da schon ein paar gute Stücken ausfindig machen können an diesen... Der Boden ist nicht regeltechnisch feucht, genau, aber flufftechnisch ist er trotzdem feucht, aber regeltechnisch nicht. Hast du schon recht? Ja, ich habe den Viecher nur den Kopf abgeschnitten, weil ich nicht wollte, dass sie irgendwie da auferstehen und man sieht, wie er den Kopf irgendwo nach Südosten schmeißt, hier auf die offene Fläche und der Kopf dann irgendwo da runterrollt und dann wahrscheinlich irgendwo zu liegen kommt. Ja, den brauchen wir. Kannst also, du da. Ich würde die Viecher nicht essen. Das Zeug macht bestimmt krank, wenn man die Biester isst. So also, gern du auch Meereszeug isst, aber ich glaube, das ist alles hier. Das ist das gleiche, als wenn du hier irgendwie diesen pervertierten Boden versuchen würdest zu essen. Mach das nicht, das macht bestimmt krank. Was? Boden essen? Also. Ja, Verdeihers. Das ist so, als würdest du Kraken aus der blutigen See fressen. Ferjarion schüttelt den Kopf. Ich werde heute nichts essen. Ich werde allgemein nichts in diesen Situationen essen. Da verzichte ich. Bett, warum? Ich werde keine Chimärenwesen essen. Das mache ich nicht. Ja, das sowieso nicht. Da sind wir derselben Meinung. Er reibt sich auch mal mit seiner Hand über den Bauch. Ist euch nicht gut? Nein, ich habe keinen Hunger mehr. Nun, von meinem Lehrmeister lernte ich einst eine Anrufung Efforts, einen Segen, mit dem man Fische und andere Meerestiere von Krankheiten und so weiter befreien kann. Könnte so ein Segen hier auf diese Krabbenwesen sprechen? Aber ich glaube, gegen Krankheiten solltest du lieber Schwester Perrine anrufen. Und wenn ein Fisch krank ist, dann ist dafür der Herr Effert verantwortlich. Ich weiß aber nicht genug. Ich weiß nicht, ich werde diese Krabben nicht essen, weil ich glaube, dass es nicht gesund ist. Was ist denn aus dem Hafen geworden? Vielleicht ist an dem ja was dran. Und Rigo zuckt auch wieder auf die Schulter. Für alle. Alles klar, Patron? Oder wieder was abbekommen? Ja, er deutet auf seinen Bauch, durch die verrostete Kettenrüstung kannst du sehen, genau an der gleichen Stelle, wo er schon so oft was kassiert hat, mal wieder ein Dorn des Kriegshammers, der dort hinaus lugt. Es blutet ein bisschen, aber es geht ihm gut. Washer, hier ist noch einer, der Potro, der Arme, der muss wieder versorgt werden. Potro, diese Rüstung ist verflucht, ich glaube, ihr braucht irgendwann mal eine neue. Lass mich das ansehen. Und drittens muss einfach da ist. Einfach da ist, war noch irgendwas Wichtiges. Ich muss jetzt gucken, wie wir das mit den Nahrungsvorräten allgemein machen. Ich weiß es nicht. Ich bin ziemlich ratlos hier. Wir haben, glaube ich, vor kurzem gejagt oder so. Ich muss mal mit Geron sprechen. Mopana hat sich eine Angel genommen, die er dabei hatte. Und ist auch gerade dabei zu angeln. Sein erster Versuch zieht er einen ziemlich langen Wurm heraus, der auch ein bisschen zu dick scheint. Und schmeißt sie dann neben sich in diesen... Nein, nicht feuchten Boden, da ist es wohl ziemlich trocken noch. Und ruft ihn zu, guter Köder! Ich wollen fangen Fisch. Guten Fisch. Ah. Nein, das ist guter Köder! Großer Köder, großer Fisch! Was ist denn das für ein Riesenregenwurm? Brindicern?
Ah, Bohrwurm heißt der, glaube ich. Aber ich sehe die auch nicht oft. Bin also nicht sicher, ob man die essen kann. Was das ist. Aber das, es ist sicherlich ein Geschöpf Zars. Zumindest bin ich mir da ziemlich sicher, aber ob man ihn essen kann. Wie sieht denn der Wurm aus, außer dass er groß ist und wurmförmig? Ja, er hat vorne ausgebildete, was sind das, Tentakel sind das nicht, es sind so Zahnauswüchse, Zahnsätze. Wenn jemand aus dem Norden kennt, also jetzt würde ich Jalan mal eine Tierkundeprobe zugestehen und eine für Ephedaios erschwert. Tierkunde. Wie viel erschwert? Mach mal eine Dreier-Erschwernis. 5 Sternchen. Ja, dann kennt sie auf alle Fälle. Zumindest erinnern sie einen an... entfernt an 9 Augen. Ganz entfernt. Ähnliche Viecher wohnen, leben wohl im 9 Augensee. Sollen angeblich dämonischen Ursprungs sein. Was? Ja, zumindest hat mein Schwertvater mir das immer erzählt. Das ist ein Dämon, das wieder rein. Nein, mach's kaputt, wenn's dämonisch ist. Ja, noch besser. Er tritt mit seinem dicken Stiefel auf den Kopf dieses Wesens. Also, wenn das ein Kopf ist, das ist zumindest das Ding mit den Zehen. Der Schwanz fängt weiter an zu zucken. Und auch wenn er seinen Stiefel matschig mit einer roten Schmiere wieder nach oben zieht und weiter angelt, hört das Zucken dieses Bohrwurms nicht auf. Was ist denn das? Keine Ahnung. Geh doch mal dahin, tritt das Ding komplett kaputt. Du bist hier zuständig für, was weiß ich was, Kasin. Los, mach's kaputt. Ja, zeig mal, wie stark ich bin. Kasim geht dann mal hin und guckt sich das mal genauer an und tritt dann so lange drauf, bis wirklich nur noch Matsch übrig ist. Mach mal eine Mutprobe. Ich? Mhm. Ja. Alles klar. Ja, und während du gerade da stehst und dann nach für nach, das Ding ist vielleicht ungefähr so lang wie dein ganzer Arm, trittst dann auf verschiedenen Stellen immer mal wieder auf diesen Wurm und ja, an anderen Stellen, wo du gerade nicht drauf trittst, quillt dann eine merkwürdige, schleimige Masse aus durch die verschiedenen offenen Stellen. Und nachdem du dann 30, 40 Sekunden drauf rumgetrampelt hast, kannst du auch sehen, wie Mopane neben dir auch seinen allerersten Fisch nach oben zieht. Er hat 3 Augen. Ich glaube, das, was man hier findet, ist weniger zum Essen gedacht. Schaut den Fisch mal an. Man schaut dieses schleimige Zeug an, was da rauskommt. Ich habe ein ganz dummes Gefühl. Man stochert mal mit seinem Stab in dem schleimigen Zeug rum. Schaut, ob irgendwas passiert. Rodrigo hockt sich mal ab neben Jalan. Jalan. Was? Wie geht's denn da knapp hin? Wie weit kommen wir? Wir werden jetzt heute noch übernachten, aber ich glaube, das wird nicht über Nacht heilen. Ist das Bein richtig gebrochen oder wie war's? Nämlich, sie wird sich schonen müssen. Jalan blickt sich mal über die Schulter in der Reisegruppe um. Am besten ihr Gepäck umverteilen oder hier lassen müssen. Zumindest das meiste. Ja. Im Hintergrund hört ihr, wie Effert aus einem der Krabbenmenschen ziemlich brachial auseinandernimmt. Was denn, Kasim? Ist das normal, dass die Fische hier 3 Augen haben? Ich würde fast sagen, hier ist es normal, ja. Leider. Scheiße. Das Essen schaltet erstmal aus. Bin nicht sicher, es ist nicht unbedingt... Muss nicht sein, dass sie schlecht für uns sind, aber solange wir noch etwas anderes haben, sollten wir uns daran halten. Frosty, ich hatte dir was geschrieben wegen Heilkunde, dass ich jeden behandeln würde. Soll ich dir irgendwas würfeln, oder? Wir müssen das nicht für jeden durchexerzieren. Jetzt auch gerade Potro hat keine regeltechnischen Wunden. Mhm. Für Myria habe ich schon ausgewürfelt. Und ich glaube, ansonsten ist auch keiner von euch verletzt, oder? Das müssen mir die anderen sagen, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Würde einer von euch Warsha bitten, ihn sich anzuschauen, dann würde ich das natürlich machen. Also ich bin nicht getroffen worden. Ein Bedarf. Nee, alles okay.
Dann würde ich mich irgendwann wahrscheinlich zur Knappe hinsetzen, würde mir ihr Bein nochmal anschauen, weil sie ja wirklich wegen ihres Standes auch ziemlich wichtig ist. Also das weiß auch Wascha und ihr vielleicht auch mal auf Thulamidisch ein kleines Lied singen, um sie ein bisschen abzulenken und ihr ein bisschen bessere Laune zu machen. Also, falls dies interessiert, Wascha singt. Also ich ein bisschen würde, Trost in diese Szenerie zu bringen. Ich würde Ephadaios auf alle Fälle erlauben, Fleischer, auch ohne Erschwernis und Fischen angeln, einfach weil du eine Ferdi bist, würde ich dir dann eine Fischen-Angeln-Probe dann auch zugestehen, um diese Chimäre auseinanderzunehmen. Aber wenn du den Wurf auch nicht schaffst, weil du, ja, 10er THW, woran liegt das? Gar nicht so gut gewürfelt? Doch, ich habe es eigentlich sehr gut gewürfelt. Ich bin um einen daneben bei einer 10er Erschwernis. Warum hast du eine 10er Erschwernis gegeben? Wegen Ableiten, also das habe ich gemacht, bevor du es gesagt hast. Ja, nee, ist okay, passt. Also mit einer 5er Erschwernis kannst du da an den richtigen Stellen die Krabbenscheren auseinandernehmen. Ich meine, du bist Ferdi, du kommst von der Insel. Das passt schon. Also den menschlichen Teil lässt du halt liegen und dann kannst du unten dir da so ein Krabbenbein abpulen. Mhm. Ist sogar ziemlich einfach, weil die Dinger so groß sind. Du hast natürlich dann immer nur Erfahrung gesammelt mit den handtellergroßen Krabben. Und Wascha fängt an zu singen. Ja. Das möchte ich euch jetzt nicht antun, OT, deswegen stellt es euch aber vor. Was meint ihr? Wird sie marschieren können? Wenn sie morgen noch nicht auftreten kann, kann ich da vielleicht auch noch was tun. Wenn es auf natürlichem Weg nicht halt. Aber ich glaube, Wascha hat gute Arbeit geleistet. Sieht zumindest gut aus. Sieben kommt dann gerade mal zurück. Also, wie lange müssen wir hier bleiben? Mit einem kritischen Blick zum Bein. Wir können nicht abwarten, bis es geheilt ist. Es dauert mehrere Wochen bei Knochenbrüchen. Wir werden gucken, dass wir morgen wieder aufbrechen. Ja, vielleicht mit geminderter Geschwindigkeit, um sozusagen jetzt hier niemanden zurückzulassen, ganz klar. Und das Bein nicht sozusagen so zu überstrapazieren, dass es abgesägt werden muss, sondern dass es heilt. Aber wir werden morgen weiter marschieren. Zumindest ein Stück weit. Wir müssen jedes Mal immer ein Stück weiterkommen. Wir machen sowieso momentan aktuell bei unserem Marschieren viele Pausen wegen der Maraske. Also denke ich mal, wird das funktionieren, wenn wir alle ein bisschen die Zähne zusammenbeißen, mit anpacken und einen Teil ihrer Sachen nehmen und gleichzeitig Myria noch irgendwo von ein paar Leuten noch gestützt wird. Ja. Wir müssen weiter, wir können nicht hier sitzen bleiben. Uns gehen die Nahrung und das Wasser aus. Ja, ich denke auch, dass wir an der Mine, wenn wir da irgendwie es schaffen, vielleicht was zu klauen, dort vernünftige Nahrungsessen und Trinken von den Hafajas klauen können oder einverleiben können, wie auch immer wir es machen wollen. Ich bin mir noch recht unsicher, was wir tun wollen, aber vielleicht können wir eine Versorgungskarawane überfallen. Das wurde ja schon mal gesagt und ich halte das für eine ziemlich gute Idee. Also ich bin auf jeden Fall dafür. Aber warten wir erstmal ab. Wie lange wird es dauern, bis wir dort sind? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich weiß es der Eukulitaner noch nicht einmal, weil die nur die Maraske ja sozusagen die Wege geht, die sie hier geht. Hat jemand von euch Kartografie? Oder einen hohen Wert auf Orientierung? Die Karten, was ist denn ein hoher Wert in Orientierung? Ja, also mit einer Ableitung könntet ihr dann auch Orientierung würfeln, um euch die Karten anzusehen. Du hast ja das Set von Sari bei das ist dir. Das ist gut verstaut, das bleibt da auch. Weil ich habe keine Kartografie und wenn sich niemand jetzt hier rausstellt als Kartograf, dann bleiben die Karten erstmal im... Ja, also wie gesagt, wenn jetzt irgendjemand sich meldet und sagt, hey, ich könnte ja diese Kartografie übernehmen, dann könnt ihr das gerne tun, ansonsten ist es unbestimmte Zeit. Ich habe das Talent auf 7, ich könnte es theoretisch mit Ableiten probieren, wenn es eine 5er Ableitung ist. Bei einer 10er Ableitung bin ich auch raus. Was denn, Orientierung oder Kartografie? Orientieren. Also wie gesagt, eine 5er Ableitung könnte ich probieren. Willst du es tun oder willst du es nicht tun? Das ist eine Entscheidung, die du triffst oder Rodrigo. Du müsstest dich halt melden und sagen, du kennst dich damit aus. Rodrigo, ich habe lange viel in der Wildnis gelebt. Ich kenne mich mit Karten nicht besonders gut aus, aber ich finde mich zurecht. Ich könnte es probieren. Wir werden schon irgendwann ankommen. Drauf geschissen. Magister, der Weg, das ist doch ganz eindeutig. Aber wir reisen doch eher erst morgen früh los. Können wir hier nicht mal ein Feuer machen oder so? Ne, ich frage, weil zumindest 5 Tage lang, die nächsten 5 Tage, wird Stalgatur im Zweifel ein Dämon oder eine weitere Chimäre, die für uns das niederstrecken können.
Danach ist seine Dienstzeit abgelaufen. Umbrico zuckt den Schultern, da ist es so. Kannst du ihn nicht bitten, noch länger zu bleiben? Ich könnte ihn bitten. Ist die Frage, ob er es dann auch tut. Ich kenne ihn nur von der Begegnung im Lager. Apropos, kann der hier nicht mal irgendwie Feuer machen? Ist doch schließlich ein Feuerelementar. Ja, den Dienst, dem ich ihm aufgetragen habe, ist, mich, wenn ich es brauche, zu beschützen, nicht Feuer zu machen. Ja, schön, hat er uns ja beschützt. Ich habe ihn nicht gerufen. Naja, oh Mann. Du da, du, der immer so leise ist. Ja, genau, dich meine ich. Wie war dein Name? Ozu? Oskur, Herr? Genau. Hilf mir mal mit dem Feuer. Wir brauchen einen Kessel mit Wasser. Oskur folgt dir dann auch. Und... mein Herr, habt ihr denn einen Kessel? Schweigen. Schaut dich an. Ich kann mal kurz nachgucken. Er greift in seine Hosentasche. Nein, da habe ich keinen. Tut mir leid. Sehr witzig. Haben wir keinen Kessel eingepackt? Das kann nicht wahr sein. Meine Herren, Edikara von Brabak äußert sich, vielleicht sollten wir das mit dem Feuer noch einmal überdenken. In einem solch sumpfigen Gebiet und ihr könnt es an den Blubbern erkennen, Sumpfgase, die sind leicht entzündlich. Kann sein, dass wir dann, wenn wir Feuer machen und das Gas falsch rüberzieht, wir in einer Feuerhölle sitzen. Großartig. Wenn sich noch jemand in Alchemie auskennt, können wir Proben nehmen und das Ganze untersuchen, aber von dieser Position aus kann ich da erstmal davon abraten. Tja, dann gibt es heute kein Feuer, bleibt die Küche kalt. Kalt schmeckt das aber nicht so gut. Wenn wir kein Feuer machen sollten, dann... Ich werde versuchen, Shalgatur zu bitten, noch etwas länger auf uns aufzupassen. Ich denke, dass er sich dafür zeigen wird. Ich werde es also nicht hier tun. Ich habe keine Lust, dass uns die ganze Region um die Ohren fliegt. Ich habe zwar nur aus Büchern von Elementaren gehört, aber ist es nicht so, dass sie die Ungeschaffenen ganz und gar nicht ausstehen können? Vielleicht interessiert ihn ja die Aussicht auf einen Kampf gegen die Hässlichen. Das bisschen, das ich von seinem Charakter erlebt habe, spricht dafür, dass er sie hasst. Jeder echte Maraskaner, dann schaut mal zu Brindijan, hasst sie ebenso. Und ich würde mal behaupten, dass er auch ein echter Maraskaner ist. Zumindest sieht er so aus wie ein Tier Maraskans. Exakt. Wenn wir nicht mehr in dieser Umgebung mit den Sumpfgasen sind, werde ich es versuchen. Ich kann es aber nicht versprechen. Giron. Wie schaffen wir es hier zu überleben in den nächsten Tagen, wenn wir kein Feuer machen können und die meisten Tiere hier anscheinend verseucht sind? Wie machen wir das? Wir werden schon etwas finden. Haben wir uns nicht im Lager ein paar Jagernisse mitgeben lassen? Vielleicht wäre jetzt der Moment. Habt ihr? Ganz sicher? Wir haben zumindest gefragt. Haben wir welche erhalten? Ich weiß es nicht. Ihr habt keine bekommen. In Ordnung. Nee, im Lager gab es keine Jagernisse. Genau, es gäbe welche, aber die sind alle schwarz und von innen verrottet. Und dementsprechend werden die bei dem im Lager nicht geerntet. Ja, so war das. Vielleicht können wir in den nächsten Tagen ein paar Raubtiere jagen, Krokodil. Lass das dann bloß nicht Lido hören. Er wäre da bestimmt nicht begeistert von. Wenn er fragt, wir haben Alligatoren gefressen. Wer ist denn Lido? Lange Geschichte. Nicht so wichtig. Was mit den Insekten hier, Giron? Sind die wohl auch so verändert? Ja, wir hören immer wieder von
den Insekten von Borbarat. Sie stehlen Erinnerung. Oh nein. Okay. Das klingt aber überhaupt nicht gut. Ich meinte ja eigentlich sowas wie Ameisen und Käfer, so zum Essen. Oder tun die das auch, wenn man die isst? Nein. Riesenheilschrecken. Wären vielleicht nicht schlecht. Okay.